Zur Einstimmung auf die Meditation lauschen wir den Shanti-Mantras. Wir möchten euch einstimmen mit der vedischen Form der Rezitation der Shanti-Mantras. Besonderer Rhythmus, der entsteht dabei. Wenn ihr die Mantras kennt, könnt ihr vielleicht geistig mitsingen oder flüsternd. Und dann aber in dem Moment des Om Shanti einstimmen, laut. Und ihr könnt gleich lernen, vedisch zu rezitieren, denn nach dem letzten Shanti-Mantra, dem Purnamada, was auch anders sein wird, als ihr es normalerweise kennt, tauscht ihr die Tonhöhe vom Shanti. Normalerweise singt ihr das Shanti von hoch nach tief. Ihr singt immer Shanti, Shanti, Shanti. Und dann nach dem letzten Shanti-Mantra dreht ihr es um und singt Shanti, Shanti, Shanti. Also eine gute Konzentrationsübung. Und jetzt gehen wir in die Stille. Yaksham Brahma Vadishyami, Ritam Vadishyami, Satyam Vadishyami, Tanmam Avatu, Tatvaktaram Avatu, Avatu Mam, Avatu Vaktaram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Apyayantu Mamangani, Vak Pranas Chakshushrotramato, Balamindriyani Chasarvani, Sarvam Brahma Upanishadam, Maham Brahma Nirakuryam, Mama Brahma Nirakarot, Anirakaranamastu Anirakaranami Astu, Tadatmani Niradeya Upanishatsu Dharmaha, Te Mayi Santu, Te Mayi Santu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bhadram Karnebhi Shrinuyama Devaha, Bhadram Pashyema Kshabiryachatraha, Stirairangai Ishtushtuvagumsastanubihi, Yashima Devahitanyadayuhu, Svastina Indro Vrtashravaha, Svastina Pusha Vishvavedaha, Svastina Starkshu Arishtanimihi,
Svastino Brihaspatir Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Yas Chandasam Rishabho Vishvarupaha Chandopyodamrita Asambhavuva Samendro Midaya Asprinotu Amritasya Devadarano Bhuyasam Shariram Mi Vicharshanam Jihva Mi Madhumatama Karna Abhyam Puri Vishruvam Brahmana Koshosi Midaya Pihitaha Shrutam Mi Gopaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Aham Rikshasya Ririva Kirtif Prishtang Giririva Urdva Pavitro Vachiniva Svamritamasmi Pravinagum Savarchasam Sumeda Amritokshitaha Iti Trishangor Vidanu Vachanam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vangmi Manasi Pratishtita Manu Mi Vachi Pratishtitam Aviravirma Iti Vidasya Maani Ishtaha Shrutam Mi Ma Prahasihi Anina Ditina Horatran Santatami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tatvaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Patram No Abhivadaya Manaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Yo Brahmanam Vidadati Purvam Yo Vai Vedamscha Prahinoti Tasmai Tagum Hadivam Atma Buddhi Prakasham Mumukshur Vai Sharanamaham Prapati. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Bleibe weiter ruhig sitzen für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet. Schultern entspannt. Kiefergelenke entspannt. Augen entspannt. Wir wollen meditieren mit einer Form der Energiemeditation. Durch die Mantras sind die Chakras schon aktiviert. So kannst du einfach die Energien weiter fließen lassen.
Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Einatmen, Bauch geht hinaus. Ausatmen, Bauch geht hinein. 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Bringe dabei die Konzentration auch ganz auf den Bauch, das Sonnengeflecht. Vielleicht spürst du eine Wärme im Bauch. Vielleicht kannst du dir eine Sonne vorstellen. Du kannst auch dort ein Mantra wiederholen. Oder du kannst eine Affirmation wiederholen. Ich habe Mut und Selbstvertrauen. Atme weiter tief mit dem Bauch ein und aus, gehe beim Einatmen zum Bauch und beim Ausatmen zur untersten Wirbelsäule. Einatmen zum Bauch und Ausatmen zur untersten Wirbelsäule. Du kannst dir dabei vorstellen, dass du beim Ausatmen einen Lichtstrahl von der Sonne im Bauch hinunterschickst zur untersten Wirbelsäule und die unterste Wirbelsäule dabei aufleuchtet. Du kannst auch beim Einatmen wiederholen, ich finde Zugang zu meiner Kraft. Einatmen, ich finde Zugang, ausatmen zu meiner Kraft. Oder eben ein Mantra. Aktiviere so mit der Sonnenenergie die starke Energie in deiner untersten Wirbelsäule. Jetzt gehe beim Einatmen mit deiner Bewusstheit vom Bauch zur untersten Wirbelsäule und beim Ausatmen durch die Wirbelsäule hoch zum Scheitel. Einatmen vom Bauch zur untersten Wirbelsäule, ausatmen über die Wirbelsäule zum Scheitel. Du kannst dir dort Licht vorstellen oder allein das Bewusstsein dorthin schicken oder ein Mantra wiederholen oder die Affirmation beim Einatmen. Ich strebe, ausatmen nach dem Höchsten. Ich strebe nach dem Höchsten. Jetzt erweitere das zu dem makrokosmischen Kreislauf. Gehe beim Ausatmen durch die Wirbelsäule den Scheitel hoch nach oben zum Unendlichen. Beim Einatmen Licht von oben über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Schambein zum Beckenbodenbereich bis in die Erde. Beim Ausatmen nimm die Erdenergie auf und lass sie hochsteigen als Licht und Kraft über den Scheitel zum Himmel. Einatmen vorne hinunter, ausatmen hinten hoch. Oder wer will auch umgekehrt. Ausatmen vorne hinunter und einatmen hinten hoch. Spüre so, wie du all deine Energiezentren öffnest, verbindest und verbindest mit der Energie von Erde und Himmel. Du kannst das auch mit einem Mantra verbinden. Einatmen so, ausatmen ham. So ham drückt die Einheit aus zwischen Schöpfung und Bewusstsein. Drückt die 2 Zwecke des menschlichen Daseins aus, das Verwirklichen, des Göttlichen, Rückkehr zum Ursprung zum einen und das Hineinbringen von Gutem in diese Welt.
Soham. Vorne hinunter und hinten hoch. Mensch verbunden mit Himmel und Erde. Jetzt konzentriere deinen Geist in der Mitte deiner Brust, im spirituellen Herzen, in deiner Mitte. Auch die Mitte zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten. Das Chakra von Freude, von Liebe, von Gott im Inneren. Mache deinen Atem sehr sanft, atme nur wenig Luft ein, wenig Luft aus, bleibe vollkommen entspannt, bewegungslos sitzen bei geschlossenen Augen. Bringe deine ganze Bewusstsein in die Mitte des Brustkorbs, zum spirituellen Herzen. Spüre dort Freude, spüre dort Liebe oder spüre einfach Ruhe und Stille. Wenn du willst mit Mantra, wenn du willst mit der Vorstellung von Licht, wenn du willst einfach nur Bewusstheit, in deinem Herzen, voller Freude, vollkommen entspannt, Stille.
Mantra singen. Jaya Ganesha auf der Seite 12. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Lakshamam. Sharavana Pava Paimam Supramanya 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 Rakshamam Jaya Saraswati Jaya Saraswati Jaya Saraswati Paimam Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru, Shiva Guru, Hari Guru Ram, Jagat Guru, Param Guru, Sat Guru Shyam. Amadi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chitto Chitkana Guru Chinmaya Guru Om Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgunathaya Shivananda, 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 Pahimam. Satgurudeva, 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 Rakshamam. Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya. Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya. Vishnu Swami, Vishnu Swami, Vishnu Swami Pahimam. Shri
Guru Natha, Shri Guru Natha, Shri Guru Natha, Rai Shama. Tat Om Tat Sat Om Tat Sat Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Nummer 400, ein Kirtan für Shiva. Thank you.
Ich würde gerne, oder wir würden gerne mit euch das Om Guru singen. Das steht leider nicht im Kirtan-Heft, aber es ist trotzdem relativ bekannt. Om Guru Deva Deva. Die zweite Zeile, Ajaki Jai, Anandaki Jai. Wir zwischendurch nochmal zu Swami Vishnu und Swami Shivananda singen. Und wenn ihr dann gerade zum Om Guru angesetzt habt, ist wunderbar. Also es klingt, glaube ich, auch zweistimmig ganz schön. Es ist die gleiche Melodie. Ajaki Jai, Ananda Ki Jai. Ajaki Jai, Ananda Ki Jai. Ajaki Jai, Ananda Ki Jai. Bleiben und die Männer beim Om Guru. Probieren wir doch mal. Om Guru, Om Guru. Om Guru, Deva Deva. Ajaki Jai.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte gerne die 258 mit euch singen. Shivaya Parameshwaraya. Ich singe einmal vor und dann können wir gemeinsam singen. Shivaya. Namah.
hatten die letzte Woche auch eine psychologische Yoga-Therapie-Ausbildung, eine Woche Baustein. Und einige der Teilnehmer wollen jetzt mit uns das Mantra Shudosi Bodosi singen, die Nummer 401. Shudosi Bodosi war ein Wiegenlied, rezitiert von der heiligen Mandalasa, die viele Kinder hatte. Und sie hat
ihren Kindern dieses Wiegenlied gesungen. Und das heißt, Shuddhosi, du bist rein. Buddhosi, du bist reine Intelligenz. Samsara Maya Parivarjitosi, du bist jenseits von allem, in diesem relativen, allen Höhen und Tiefen, aller Illusionen, du bist reines Bewusstsein. Und das können wir uns auch selbst immer wieder sagen. Wir können uns selbst sagen, du bist rein. Es gibt immer alle möglichen Höhen und Tiefen. Und Menschen mögen, was du tust oder nicht mögen. Menschen mögen dich für das kritisieren oder dich loben. Shuddhosi, du bist rein. Man mag auch mal Illusionen und Unwissenheit zum Opfer fallen, aber tief im Inneren Buddhosi, wir sind reine Intelligenz. Samsara Maya Pariva. Und was auch immer in dieser Welt geschieht, Höhen und Tiefen, Vergnügen und Schmerz und so weiter, wir sind davon unberührt, wir bleiben Chittosi, reines, unendliches Bewusstsein. Das können wir uns immer wieder so sagen, denn das Leben bringt uns Höhen und Tiefen. Natürlich, wir können lernen, damit geschickt umzugehen, aber es gibt etwas, was wir inmitten von allem immer wieder sagen können. Chudosi, Budosi, Niranjanosi, Samsara Maya, Pariva, Chitosi. Und damit haben wir sofort wieder einen Zugang zu etwas, von dem heraus wir im Alltag handeln können. Der nächste Kirtan ist im Heft hier, Nummer 691. Das ist ein Lied von meiner CD Anandini, eine Hymne aus dem Devi Mahatmyam in einer spanischen Kadenz. Tada. Siebte Strophe. Namastasye, namastasye, namastasye.
namastasye namo namah namastasye 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 namo namah namastasye 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 Thank you.
eine andere Weise, um mit allen Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen, ist Bhakti, Hingabe an Gott, was wir gerade gehört haben. Ya Devi Sarva Bhuteshu. O göttliche Mutter, die du in allen Wesen bist, als Shakti, als Energie. Ehrerbietung dir wieder und wieder. Narayani heißt ja auch diejenigen, die in allen Wesen ist. Und die ganze Strophe dort sagt auch, o göttliche Mutter, die du in allen Wesen bist, als Shanti, als Frieden, als Schönheit, aber auch als Verhaftung, als Irrtum, als Täuschung, als Ärger, als Gier, als Wunsch, aber auch als Vergebung, als Liebe. Letztlich, die göttliche Mutter ist in allem. Wir können sagen, Gott ist in allem. Alles, was geschieht, im Inneren wie auch im Äußeren, wir sind immer letztlich Teil Gottes. Und auch das ist eine Weise, wie wir mit allen Wechselfällen des Lebens umgehen können und dabei gleichzeitig uns Gottes und der Göttin bewusst sein können. Und natürlich auch, wie wir immer wieder Trost bekommen können. Die Welt ist nicht immer so, wie wir sie gerne hätten. Und auch wir selbst sind nicht immer so, wie wir uns gerne hätten. Wir können viel mit uns anstellen, wir können viel mit dem Körper machen, wir können viel psychotherapeutische Techniken nutzen, wir können Yoga auf verschiedenste Weise nutzen, wir können meditieren, wir können Yoga ins Business bringen, vieles Verschiedene. Egal, was wir anstellen, wir werden immer noch durch innere und äußere Höhen und Tiefen kommen, vielleicht insgesamt ein bisschen glücklicher. Wir werden durch Freude und Leid gehen, hoffentlich ein bisschen glücklicher insgesamt. Es werden immer noch Menschen uns mögen und nicht mögen, Menschen uns loben und tadeln, oft für die gleiche Sache. Wenn man Glück hat, kriegt man beides mit, dann kann man sich ein bisschen davon lösen. Aber wir wissen, hinter allem steckt letztlich das eine göttliche Prinzip. Gut, wir haben heute und die ganze Woche und eigentlich 4 Wochen lang einen besonderen Gast, nämlich Harilal aus Kerala, Südindien. Er ist Acharya, Yoga Acharya, hat in verschiedenen Yoga-Traditionen eine Ausbildung gemacht, Yoga-Therapeut, hier auch Leiter der Yoga-Therapie-Ausbildung, die gerade jetzt stattfindet, die 4 Wochen Intensivausbildung. Er ist auch sehr geschult und in Mantra-Rezitationen und er kennt sich auch sehr gut aus mit den spirituellen Aspekten des Yoga, insbesondere er lebt sie auch. Und so freuen wir uns, dass er heute zu uns spricht, übersetzt von seiner Frau. Sadashiva-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Still the Narayani is ringing in my mind. Immer noch klingt die Narayani nach in meinem Ohr. I will try to give a small idea about what is yoga therapy within a short time. Versuche euch jetzt die Yoga Therapie vorzustellen in so einer kurzen Zeit. One of the most common question about yoga therapy is that how old is this concept of yoga therapy? Die Frage, die am häufigsten gestellt wird, ist, wie alt ist Yoga Therapie? The term yoga therapy may be very new. But the yoga therapy is very old as yoga. Der Begriff Yoga-Therapie ist vielleicht relativ neu, aber Yoga-Therapie an sich ist so alt wie Yoga selbst. One of very important scripture which we use in yoga therapy is Yoga Vasishta, which is older than the scripture like Yoga Sutra. Und eine der wichtigsten Schriften, die wir in Yoga-Therapie anwenden, ist Yoga Vasishta, die älter als die Yoga Sutras ist. Another one of the common question is that what is the difference between yoga and yoga therapy? Und die weitere Frage, die oft gestellt wird, ist was ist der Unterschied zwischen dem Yoga und Yoga Therapie? The basic concept of yoga and yoga therapy is same. Der Grundkonzept von Yoga und Yoga Therapie ist der gleiche. But the way how we apply in a patient
or how we interpret the scripture is the main difference. Aber die Anwendungsmethode bei Yoga und Yogatherapie oder die Auslegung der Schriften, da liegt der wahre Unterschied. When a spiritual yoga lead a normal person, normally healthy person, through the positiveness and towards the perfection to the samadhi, the yoga therapy take a diseased person towards the normal healthy condition. Während das spirituelle Yoga den gesunden Menschen Richtung Perfektion, Richtung Samadhi führt, so führt die Yoga-Therapie einen kranken Menschen Richtung Gesundheit. Let us look what is Yoga-Therapy. Und schauen wir uns mal, was Yoga-Therapie bedeutet. Samagram, Bahumugabhashyam, Vyaktyadhishthitam, Charyapradhanam, Kriya-Yogam, Yoga-Chikilsa. That is the definition of Yoga-Therapy, which is a little difficult. Das ist die Definition von Yoga-Therapie, die ein bisschen schwierig ist. It's very difficult to translate in a short sentence. Es ist sehr schwierig, diesen Satz zu übersetzen, kurz. I will try to tell that in short English. Ich versuche, das kurz zu fassen auf Englisch. Comprehensive Yoga-Therapy is an individual yogic approach. Also die ganzheitliche Yoga-Therapie ist eine individuelle Herangehensweise, in which one deals with all levels of his existence, in der man mit allen Ebenen der menschlichen Existenz arbeitet, against his psychological difficulties, gegen psychische Probleme, distress, psychosomatic ailments, psychosomatische Krankheiten, rehabilitating after any therapy, als Rehabilitation nach einer anderen Therapiemethode, or support in another therapy, oder als unterstützende Therapie, or in a certain limit deal with the physiological problems, oder bis zu einer gewissen Grenze auch physiologische Probleme behandelt. Through the lifestyle change, und das macht sie durch Diet, Lebensstiländerungen, and Ernährung, classical yoga tools, und klassische yogische Techniken and yogic wisdom. Und yogische Weisheit. That we have to apply according to the condition and need of the patient. Und dies muss man je nach dem Charakter des Patienten anwenden. Let us look the definition word by word. Und jetzt schauen wir uns die Definition Wort für Wort an. Samagram. The yoga therapy is comprehensive. The yoga therapy is ganzheitlich. The yoga therapy considers all levels of our existence. Sie berücksichtigt alle Ebenen unserer Existenz. It deal with the five sheath of our existence. Sie arbeitet mit allen fünf Hüllen unserer Existenz. Annamaya kosha, physical sheath, pranamaya kosha, manomaya kosha, all these five sheath. Also alle diese fünf Hüllen, annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha und so weiter. There is no specialization in yoga therapy. Es gibt keine Spezialisierung in der Yoga-Therapie. After giving some exercise, we cannot tell, I am specialized in Annamaya Kosha and physical body. Now you can go to next door, there is an expert in Pranamaya Kosha. That is not possible in Yoga-Therapie. Also in der Yoga-Therapie können wir nicht sagen, dass ich mich auf Annamaya Kosha spezialisiere. Das heißt auf den Körper, und für die Pranamaya Kosha, da muss man zum Nachbarn gehen. The therapist should be able to deal with all the sheath of our existence. Der Therapeut sollte in der Lage sein, mit allen Ebenen unserer Existenz arbeiten zu können. That's why it's called comprehensive yoga therapy. Deswegen nennt man sie ganzheitlich. In Sanskrit it's called samagra yoga chikilsa. So nennt man die auf Sanskrit. Next is Bahumukhabhashyam. Bahumukhabhashyam. That means what? A yoga therapist should be able to interpret the scripture according to the need of the patient in front of him. Der Therapeut sollte in der Lage sein, die Schriften so auszulegen, dass sie für den Patienten anzuwenden sind. The tools which we use in normal spiritual yoga may be not able to use in the same way in a patient. Die yogischen Techniken können wir
die auf gleiche Weise vielleicht nicht anwenden bei einem Patienten, so wie wir sie anwenden im spirituellen Yoga. The scripture has to interpret according to the need of the patient. Die Schriften muss man nach den Bedürfnissen des Patienten auslegen. The most famous definition, Yoga Chitta Vritti Nirodha, it sometimes very difficult to understand to a patient. Ein Patient kann die Definition, die berühmteste Definition von Yoga, Yoga Chitta Vritti Nirodha, nur sehr schwer begreifen. But there are many other beautiful definitions for yoga from Bhagavad Gita and Yoga Vasishta and in many other scriptures. Es gibt viele andere wunderschöne Definitionen aus dem Bhagavad Gita oder Yoga Vasishta. The meditation which described in Yoga Sutra is Patanjali asking you to meditate on ourselves. Patanjali sagt, dass man meditieren soll über sich selbst in den Yoga Sutras. A patient is not able to handle with his own mind, then how he can deal with his self? Wenn der Patient nicht mal mit seinem eigenen Geist umgehen kann, wie kann er dann über sich selbst meditieren? When he tried to do that kind of meditation, it will be like the story monkey meditation. Wenn er versucht zu meditieren, dann wird es so eine Affenmeditation aussehen. It's a small story I always tell to my students. Eine kurze Geschichte, die ich immer meinen Schülern erzähle. There was a yogi lived in a countryside. Es gab mal einen Yogi, der auf dem Land lebte. The yogis doesn't need to work and earn money. Die Yogis brauchen normalerweise nicht zu arbeiten, um Geld zu verdienen. I'm talking about the ancient yogis. Ich spreche über die Yogis damals. So he can go to the village and get the food from the people. Also dieser Yogi kann dann ins Dorf gehen und um Essen betteln. It's not difficult to feed a yogi. Ist nicht so schwierig, einen Yogi zu ernähren. Because he need little food once in a day. Weil er braucht nur einmal am Tag ein bisschen was zu essen. Because the Shastram says, ega bhukta yogi, the person who eat one time, he is yogi. Weil die Shastras sagen uns, dass jemand, der einmal am Tag isst, ist ein wahrer Yogi. Dibhukta bogi, the one eat two times, he is bogi, materialist. Der zweimal am Tag isst, ist ein weltlicher Mensch. Tribhukta rogi. He's the patient. Aber der jemand, der dreimal isst, ist ein Patient, schon mal krank. Maybe you like to know what is the person called who eat four times. Aber derjenige, der viermal isst, das wollt immer wissen, was der ist. Chaturbhukta drohi. He's harmful to the society. Er ist schädlich für die Gesellschaft. But I met a person who eat only one time in a day. Aber ich habe schon mal jemanden getroffen, der nur einmal am Tag isst. But I could not believe him because his Annamaya Kosha was that big. Aber ich konnte das nicht glauben, weil seine Annamaya Kosha richtig groß war. I asked him what time you are eating. Also, ich habe ihn dann gefragt, wann isst du denn? He told he start in the morning, finish in the evening. Er sagte, dass er morgens anfängt und abends Schluss macht. Anyhow, the people. One also person einmal in this, am Tag. One person in this village doesn't like this idea that he is always sitting in with her closed eyes and sleeping, and this family person has to feed this yogi. Also zurück zur Geschichte. Dieser Dorfbewohner, dem hat es gar nicht gefallen, dass dieser Yogi immer kommt und das Essen bekommt, ohne dass er dafür arbeitet. One day this yogi reached to his house and they had a small argument. Und dann kam der Yogi in sein Haus und die hatten einen kleinen Streit. This family person told, it's not difficult to meditate, you are simply sleeping, concentration is not difficult. Und diese Familienperson sagte ihm dann, das ist gar nicht so schwer zu meditieren, du sitzt nur da mit geschlossenen Augen, schläfst. Then they reached in a bed. Und dann haben sie eine Wette geschlossen. So this family person was ready to meditate. Und dann dieser Familienmensch war dazu bereit, um zu meditieren. Then this yogi, this Swami told, okay, I will give an exemption. You don't have to completely focus your mind on an object, but you have to not think of one object which I am telling. Ja, und Swami hat ihm dann gesagt, also ich mach das noch einfacher. Du musst nicht alle anderen Gedanken an viele anderen Sachen denken. Du musst nur einen Gedanke vermeiden. Don't think about monkey. Denke nicht an einen Affen. Oh, it is more easy. Why have to think about a monkey? Ja, also das ist noch einfacher. Warum sollte ich an einen Affen überhaupt denken? So he sit in lotus.
Da setzt er sich in Lotussitz, closed his eyes, schließt die Augen and decided that I don't want to think about monkey. Und schloss sich, dass er nicht an einen Affen denken möchte. The first thought itself was about monkey. Also der erste Gedanke selbst war an einen Affen. Oh, I don't want to think about monkey. Nein, ich will an keinen Affen denken. Hey, monkey, don't come to my mind. Also Affen, verschwinde jetzt. No monkey. His mind was full of monkeys. Und so war sein Geist voller Affen. Sometimes when I sit in satsang here for meditation. Manchmal, wenn ich für den Satsang in Meditation sitze, I look back. Dann drehe ich mich um. I see lot of monkeys in our head. Ich sehe viele Affen, die herumspringen. So when we force our mind come out more fast. Das heißt, wenn wir den Geist mit Zwang irgendwie hineinzwingen, dann arbeitet er noch mehr. So yoga therapy recommends or introduce simple meditation techniques. So stellt die Yoga-Therapie ganz einfache Meditationstechniken vor. Like that any classical tools, there is a variation which we can apply according to need of the person. Und so alle klassischen yogischen Techniken kann man so anwenden, dass es jede kranke Person nützlich so das other, nützlich other words hat. From definition maybe I will introduce in another day. Und den Rest der Definition kann ich vielleicht an einem anderen Tag vorstellen. Thank you. Wir haben ja in diesem Sommer viele große Yoga-Meister und Meisterinnen und wir haben diese Woche und die nächsten Wochen auch Dr. Nalini Sahai bei uns. Sie ist direkte Schülerin von Paramahamsa Satyananda und sie unterrichtet seit vielen Jahren hier. Sie unterrichtet insbesondere auch Aus- und Weiterbildungen in Yoga Nidra, Pavanamuktasana, in den Tantras. Sie ist auch Expertin in indischer Mythologie und hat auch eine ganz wunderschöne Weise, auch Westlern die Geschichten aus der indischen Mythologie schön nahezubringen. Und sie wird heute Abend auch etwas von ihrem Wissen mit uns teilen. Namaste. It always gives me great happiness and joy to speak to such a proactive audience. Sie freut sich, hier zu sein und zu so einer großen Zuhörerschaft heute Abend sprechen zu dürfen. Thank you. I'm going to speak to you about Ram. Ich erzähle euch von Ram. He was the seventh avatar of Vishnu. Er war der siebte Avatar von Vishnu. And as you're all aware, that Vishnu is the god of preservation. Und wie ihr alle vielleicht wisst, ist es der Gott der Erhaltung. And Ram came as an ordinary mortal. Und Rama kam als Normalsterblicher. His birth was very special. Seine Geburt war etwas ganz Besonderes. His color was dark blue. Seine Farbe war dunkelblau. And he was born with four hands. Er wurde geboren mit vier Händen. And when everybody saw him, it was as if they were looking at the sun. Und als die Menschen ihn anschauten, war es, als ob sie die Sonne sähen. Swami Shivanand has called Ram the embodiment of virtue. Swami Shivananda nannte Rama die Verkörperung der Tugend. And that means a person who is a perfect human being. Und das heißt eine Person, die ein vollkommenes menschliches Wesen ist. He was a wonderful son. Er war ein wunderbarer Sohn. He never questioned his father. Er stellte seinen Vater nie in Frage. Unlike the way we all do. Anders als wir alle. And when he was asked to renounce the crown, he did that. Und als er aufgefordert wurde, die Krone aufzugeben, hat er das einfach so auch gemacht.
His attitude was that of being very humble. Seine Einstellung war eine sehr demütige. He was a very good brother. Er war ein wunderbarer Bruder. And when he was banished from the kingdom, und als er aus dem Königreich vertrieben wurde, he left without a frown on his face. Dann hat er nicht mal eine Runzel auf der Stirn gehabt. And he had no idea about the fact that he was a creation of God. Und er wusste in keiner Weise, dass er eine Verkörperung Gottes war. And he behaved in a very humble manner. Und er benahm sich sehr bescheiden. And there's a story about him when he was a baby. Und es gibt eine Geschichte von ihm als Baby. We always see his pictures with the moon on his head. Wir sehen ihn immer als Bild, wo er den Mond auf der oder auf dem Kopf trägt. But he was not aware of that. Aber dessen war er sich gar nicht bewusst. And the moon represents our worldly desires. Und dieser Mond, der repräsentiert alle weltlichen Wünsche. And this imagery gives you the idea that here was somebody who had no desires. Und dieses Bild vermittelt uns die Vorstellung, dass es hier jemanden gibt, der keine Wünsche hat. So he wanted the moon. Und so wollte er den Mond. And his father, King Dashrath, said no. Und sein Vater, König Dasharatha, sagte nein. But what his mother did was, she showed him a mirror. Aber seine Mutter gab ihm einen Spiegel. And in the mirror he saw the moon. Und in dem Spiegel sah er den Mond. The moon was on his head. Der Mond war auf seinem Kopf. And then this is when he was about 18. Und das war, als er so ungefähr 18 war. He was in this garden. War er in seinem Garten. And Sita passed by. Und Sita ging vorbei. Sita, who was to be his wife, die seine zukünftige Frau werden sollte. And the description that is given is that their glances met. Und wie es beschrieben wird, trafen sich ihre Blicke. They fell in love. Sie verliebten sich. And the moon and the stars, everybody, everything around was twinkling. Und der Mond und die Sterne, alles um sie herum glitzerte. And then the next day they were invited by King Janak. Und sie wurden am nächsten Tag von König Janaka eingeladen. And King Janak had made this vow that there was this big bow which belonged to Shiva. Und Janaka hatte diesen Eid geschworen, dass es diesen großen Bogen der König Shiva gehörte. This bow had to be picked up by the man who would marry Sita. Dass dieser riesige Bogen von dem Mann aufgehoben werden musste, der dann eben Sitas Ehemann werden würde. And in the Ramayana the description is given. Und in der Ramayana wird das beschrieben, how Sita had her heart in her mouth. Wie Sita ihr Herz auf der Zunge trug. And all the birds and everybody was sort of like this, oh, I hope he breaks the bow. Und alle, sogar die Vögel, beteten, hoffentlich wird er den Bogen heben. And he picked it up and broke it. Und er nahm ihn auf und brach ihn. And the heavens rained flowers. Und aus dem Himmel regnete es Blumen. Don't you wish this would happen again? Wäre das nicht schön, wenn das nochmal passieren würde? So then there is another very beautiful story about Ram. Und eine andere schöne Geschichte über Rama. He considered everybody to be his equal. Er nahm jeden als seinesgleichen. In the forest there was this woman. She was a tribal woman. Und im Wald gab es dort so eine Stammesfrau. And you all know what tribals are. Ihr wisst, was Eingeborene sind. People who live in the forest and kill animals and eat raw food. That is Menschen, die im Wald leben und auf die Jagd gehen und rohes Essen, Rohkost zu sich nehmen. So, Shabari was the name of this woman, and she came to this ashram.
Und Shavari war ihr Name und sie kam in den Ashram. And she stood outside and watched the ancient Rishi. Und sie stand draußen und betrachtete diesen alten Rishi. You know, plucking flowers for the puja. Der dort Blumen pflückte für eine Puja. Eating fruit just once a day. Ne, der nur einmal am Tag Früchte aß. And on her own, she started sweeping the ashram grounds. Und sie begann einfach so von sich aus den ganzen Boden des Ashrams zu fegen. And she plucked the flowers and put them. Und pflückte Blumen. The Rishi was very old. Der Rishi, der war schon sehr alt. And he was very surprised to see the conversion of this wild woman. Und der war nun sehr überrascht, dass er so diese Verwandlung dieser wilden Frau sah. And she also became a disciple of Ram. Sie wurde dann auch eine Schülerin von Rama. Every day she would pick the fruit. Jeden Tag ging sie das Obst pflücken. She would bite the fruit. Dann biss sie davon ab. To see if it was sweet. Um zu prüfen, ob sie süß war, die Frucht. And she would put the sweet bitten fruits in a separate leaf. Und dann hat sie das in ein separates Blatt gelegt. And this was because she said when she would meet Ram, she would give him only the sweet fruit. Ne, und das war deshalb, weil sie sagte, wenn ich Rama treffe, dann will ich ihm nur die süße Frucht geben. So when Ram came to this hermitage, als Rama dann zu dieser Einsiedelei kam, she offered him this bitten fruit. Bot sie ihm diese angebissene Frucht an. His brother Lakshman said, "You can't eat that fruit." Und sein Bruder Lakshmana sagte sofort, das kannst du doch nicht essen. This woman has bitten it. Die Frau hat schon daran rumgenagt. Now, as you know, when we offer prayers, we don't offer anything which we have put in our mouth. Ja, und ihr wisst ja, wenn wir etwas darbringen, eine Opfergabe und ein Geschenk, dann opfern wir nichts, was wir schon selber in unserem Mund hatten. In fact, we believe that when we make the prasad, we don't even taste it until we have offered it to the gods. Es ist sogar üblich, dass wenn wir Prasad machen, diese Opferspeise, Vergabe, dass wir nicht mal davon kosten, bevor wir sie nicht dargebracht haben. Ram ate the fruit. Rama aber aß die Frucht. He folded his hands. Er legte seine Hände zusammen. And he said, "Thank you." Und dankte ihr. And Lakshman was humbled. Und so war Lakshmana gedemütigt. And the last story I want to tell you about Ram. Und die letzte Geschichte. That when he fought with the enemies. Dass als er mit seinen Feinden kämpfte. He fought with politeness. Kämpfte er sehr höflich. And when they were dying, he would stand near the feet. Und wenn sie starben, dann stellte er sich zu ihren Füßen. And when Ravan was dying, Ravan was the person who had taken Sita away to Sri Lanka. Und als Ravana starb, Ravana war der Dämon, der Sita entführt hatte nach Sri Lanka. He stood at the feet of Ravan. Stellte er sich an die Füße von Ravana. We can all take a page from Rama's life. Wir können uns alle Ramas Leben betrachten. He always fulfilled his responsibilities and duties. Er hat immer seine Pflichten und Verantwortlichkeiten erfüllt. And we can do that by being karma yogis. Und so können wir dem folgen, indem wir karma yogis sind. Now the next god I'm going to tell you about is Krishna. Der nächste, von dem ich euch erzählen werde, ist Krishna. Krishna was the eighth avatar of Vishnu. Das war der achte Avatar von Vishnu. And as Ram was serious, und so wie Rama sehr ernsthaft war, Krishna was happy, so war Krishna glücklich verspielt. Now Krishna's flute. Krishnas Flöte. Flute has a name, and the name of Krishna's flute is Murali. Der Name von Krishnas Flöte ist Murali. And when Krishna plays the flute, the whole universe is still. Und wenn Krishna auf dieser Flöte spielt, dann kommt das ganze Universum zur Stille.
The Gopis, this is all the cowgirls who were in love with Krishna. Und die Gopis, die ganzen Cowgirls, die Kuhhirtinnen, die mit in Krishna verliebt waren. They asked Murali the flute, why does Krishna hold you? Fragten die Flöte Murali, warum hält dich Krishna in seinen Händen? You are just an ugly piece of bamboo. Du bist doch nur ein ganz hässliches Stück Bambus. So the flute said to the Gopis. Dann sagte die Flöte zu den Gopis. He said that I give myself up completely. Ich gebe mich selbst vollkommen hin und auf. The Gopis said that when we hear the sound of this music. Und die Gopis sagten, wenn wir den Klang der Musik hören. We forget everything. Dann vergessen wir alles. We wear our earrings in our nose. Wir stecken aus Versehen die Ohrringe in die Nase. And our nose ring in our ears. Und den Nasenring in die Ohren. We wear our clothes backward. Wir ziehen die Kleider verkehrt herum an. The peacock is dancing in the forest. Und der Pfau tanzt im Wald. The birds stop singing. Die Vögel hören auf zu singen. And the venomous cobra looks innocent. Und die giftige Kobra schaut ganz unschuldig drein. And we are all listening to this beautiful heavenly music. Und wir lauschen alle dieser wunderschönen himmlischen Musik. And this sound makes us forget everything. Und ihr Klang lässt uns alles vergessen. So the flute again said, dann sagte die Flöte wieder, empty yourself of everything. Leere dich von allem. Give yourself up to God. Gib dich vollkommen auf an Gott. And be ready to receive. Und sei bereit zu empfangen. Be non-judgmental. Sei nicht urteilend. Watch the Lila. Betrachte die Lila, das Spiel. And you will become like me. Und dann wirst du werden wie ich. There's a very sweet little verse. Es gibt einen sehr süßen kleinen Vers. Which is, O Krishna, play the flute. Der sagt, O Krishna, spiel die Flöte. O Krishna, eat the butter. O Krishna, iss die Butter. Butter means the food for the universe. Eine Butter heißt, das ist die Nahrung für das Universum. O Krishna, recite the Gita. O Krishna, rezitiere die Gita. And O Krishna, show us the Lila. O Krishna, zeige uns die Lila. And we believe that if you recite this verse. Und wir glauben, dass wenn man diesen Vers rezitiert, you give yourself up to Krishna. Dann gibst du dich Krishna hin. And Krishna epitomizes Bhakti Yoga. Und Krishna steht für Bhakti Yoga. Namaste. Thank you. Thank you very much, Nadia. Viel Weisheit in diesen mythologischen Geschichten. Geschichten sind eine einfache Weise, um spürbar zu machen, was wir erfahren können, was im Yoga dahinter steckt. Und ich unterrichte ja auch gerade eine Meditationskursleiterausbildung und da gibt es so eine Geschichte, die Swami Vishnu gerne erzählt hat, um uns zu erklären, worum es in der Meditation geht. Und die meisten von euch kennen die Geschichte schon, ist aber eine gute Geschichte, die kann man auch erzählen in Anfängerkursen oder man kann sie auch mal so erzählen, einfach um Menschen etwas klar zu machen. Und es ist auch ein geflügeltes Wort geworden und wir haben es auch im Yoga Vidya Verlag als Buch rausgebracht. Ich glaube, jetzt weiß jeder, worum es geht, nämlich um die, also die Geschichte kennen, die Geschichte von Löwen und Schafen. Es war einmal vor langer, langer Zeit eine Löwenmutter und die war trächtig. Im Moment der Geburt starb die Löwenmutter und das Löwenbaby überlebte. Es
Das Löwenbaby schrie nach seiner Mutter, aber Mutter war tot. Zum gleichen Zeitpunkt gab es eine Schafsmutter, die war auch trächtig. Und im Moment der Geburt sind ihre Kinder, das Schafbaby, gestorben. So schrie also voller Trauer die Schafsmutter nach ihrem Baby und das Löwenbaby schrie voller Hunger nach seiner Mutter. Die beiden fanden sich, die Schafsmutter adoptierte das Löwenbaby. Das Löwenbaby wuchs auf und dachte, es wäre ein Schaf. Es trank erst die Schafsmilch, danach fraß es Gras wie die anderen Schafe. Es blökte wie ein Schaf, bäh, 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 und dachte, es wäre ein Schaf. Da es aber doch ein bisschen anders aussah als die anderen Schafe, dachte es, es wäre ein minderwertiges Schaf. Und so wuchs dieser Löwe auf als ein Schaf mit Minderwertigkeitskomplexen. Eines Tages kam der Berglöwe vorbei, der König des Waldes. Und er schaute hinunter ins Tal und was sah er dort? Eine Herde von Schafen und mittendrin war ein Löwe. Und dieser Löwe war so ganz verschüchtert und ließ sich von den anderen Schafen wegschubsen. Er dachte, was für eine Schande für unsere königliche Familie. Ein Mitglied unserer königlichen Familie wird von den anderen hin und her geschubst. Was ist da los? Er rannte runter, so schnell er konnte, und schnappte den Schafslöwen beim Schlawitschen und sagte, was machst du denn hier? Sagt dann, bäh, 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 bitte tu mir nichts. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter, sie braucht mich. Deine Mutter, wo ist die denn? Die rennt da hinten, aber die kriegst du nicht mehr. Da hinten, da rennt doch ein Schaf. Ja, natürlich, meine Mutter ist ein Schaf. Und ich bin natürlich auch ein Schaf. Du bist kein Schaf. Du bist ein Löwe, so wie ich. Und eigentlich bist du jünger als ich. Und eigentlich könntest du dich zur Wehr setzen und mich besiegen. Du bist ein Löwe, so wie ich. Bäh, bäh, bäh. Bitte lass mich in Ruhe, ich bin ein Schaf. Nein, du bist kein Schaf. Du bist ein Löwe, wie ich. Bäh, bäh, bäh. Ich glaub dir ja alles, aber bitte lass mich in Ruhe. Ich werde dir beweisen, dass du ein Löwe bist. Und er nahm den Schafslöwen und schleifte ihn zu einem See und sagte zu ihm, was siehst du? Bäh, 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 ich sehe nichts. Öffne gefälligst die Augen. Ich tu dir schon nichts. Was siehst du jetzt? Bäh, ich sehe Wellen. Du atmest zu heftig. Atme langsamer, atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Einatmen, Bauch hinaus, ausatmen, Bauch hinein. Was siehst du jetzt? Ich sehe dich 2-mal. Schau genauer hin, was siehst du? Beweg mal deinen Kopf nach rechts und nach links. Schau genau hin. Was siehst du? Und unser Berglöwe nickte und sagte, Tatvam Asi, das bist du. Und unser Schafslöwe verwirklichte, Aham Simhasmi, ich bin dieser Löwe. Er brüllte zum ersten Mal in seinem Leben wie ein Löwe und hatte niemals mehr Angst vor irgendetwas. Wir sind alle wie der Schafslöwe. Wir sagen bäh, 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 sagen, ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht, ich bin nun mal so und das geht halt nicht und ich bin so und so viele Jahre alt, ich bin so und so viel, ich bin Künstler, ich bin Handwerker, ich bin Mutter, Vater, ich bin
Yoga-Lehrer, aber nur ein kleiner Yoga-Lehrer, ich bin und so weiter. So sagen wir blöken wie ein Schaf. Irgendwann kommt der Berglöwe. Wer ist der Berglöwe? Das ist der Meister oder die Meisterin. Und sie sagt, das, was wir eigentlich tief im Inneren wissen, denn eigentlich wissen wir, das kann es nicht gewesen sein, dass ich einfach Körper und Persönlichkeit und Schneider oder Computerprogrammierer bin. Es kann nicht alles sein, noch nicht mal Vata, Pitta, Kapha oder Löwe mit Aszendent Stier. Es kann es auch nicht gewesen sein, dass ich, wie auch immer, so viele Persönlichkeitsprofile oder dass ich jetzt ein Zwangsgestörter bin oder so viele andere Etiketten oder ich bin deutsch oder tschechisch oder indisch oder wie auch immer. Irgendwo wissen wir, kann es nicht gewesen sein. Aber dann kommt der Meister und sagt, du bist nicht dieser Körper, du bist nicht diese Psyche, du bist nicht deine Wünsche, du bist nicht deine Emotionen, du bist nicht die Gefühle, du bist nicht das, was andere von dir denken, du bist auch nicht das, was du von dir denkst, sondern du bist das unsterbliche Selbst. Dann sagen wir zu dem Meister, obgleich wir innerlich vielleicht fühlen, es ist so, sagen wir, ja Meister, du bist das unsterbliche Selbst. Ich bin nur ein kleines Aspirentchen. Vielleicht mache ich ein paar Runden Wechselatmung am Morgen. Ab und zu mal meditiere ich. Soll ja für die Gesundheit gut sein, ich fühle mich gut. Aber unsterbliches Selbst, das bist vielleicht du. Dann kommt der Meister und sagt, ich kann dir zeigen, du bist das unsterbliche Selbst. Dann führt er uns zum See. Was ist der See? Der See ist letztlich die Meditation. Wir können auch sagen, der See ist der Geist, aber wir können auch sagen, zum See hingeführt werden heißt die Meditation. Meister bittet uns zu meditieren. Nicht nur zu behaupten, wir wollen meditieren, sondern wirklich zu meditieren. Und dann fragt der Meister, ja, jetzt hast du meditiert, was siehst du? Meister, ich habe nichts gesehen. Knie tun weh, Rücken tun weh, Schultern tun weh. Sagt der Meister, meditiere weiter über Asanas. Hilft die Hüften flexibler zu machen, Rückbeugen, Rückenmuskeln werden stärker. Und wir üben Asanas, wir sitzen jeden Tag. An einer Weile fragt uns der Meister wieder, was hast du erfahren in der Meditation? Meister, ich habe so viele Gedanken gehabt in der Meditation. Jetzt, wo die Knie, Rücken, Hüften nicht wehtun, beschäftigt sich mein Geist wunderbar. Er denkt darüber nach, was gestern war. Er denkt darüber nach, was Menschen von mir halten. Er denkt darüber nach, was ich will, was andere tun. Er denkt darüber nach, was man machen könnte, anstatt dort zu sitzen. Er denkt darüber nach, was man morgen machen kann, was man morgen nicht machen könnte. Ich denke darüber nach, über alles Mögliche, sagt der Meister. Dein Prana ist so unruhig. Du musst etwas tun, um dein Prana zu beruhigen. Zum einen meditiere weiter, zum zweiten übe Pranayama. So beruhigst du dein Prana. Und ist das Prana beruhigt, dann wird auch der Geist ruhig. Und irgendwann erfahren wir etwas Großartiges. Und der Meister sieht den Glanz in unseren Augen und fragt wieder, was hast du in der Meditation erfahren? Oh Meister, du bist mir erschienen in der Meditation und plötzlich war da so viel Wonne da. Danke, dass du mir erschienen bist, sagt der Meister. Nicht ich bin dir erschienen, sondern du selbst hast dich selbst erfahren. Die Wonne, die du in dir erfahren hast,
Tattvamasi, das bist du. Und das nächste Mal, wenn du meditierst und du spürst diese Wonne in dir, denke nicht, dass das von mir kommt. Das ist deine wahre Natur. Geh hinein in diese wahre Natur und erfahre dich selbst als das unsterbliche Selbst. Und so können wir dann in die Meditation gehen. Wir spüren das Selbst und dann können wir sagen, Aham Brahmasmi, ich bin dieses unendliche, ewige Bewusstsein. Ich bin eins mit der Weltenseele. Egal, wie wir es ausdrücken wollen, verbunden mit Gott, eins mit Gott, wie auch immer wir es sagen wollen. Aham Brahmasmi. Und dann haben wir niemals mehr Angst vor irgendetwas. Der Swami Vishnu hat diese Geschichte in vielerlei Hinsicht uns immer wieder erzählt und manchmal auch uns gesagt, wenn wir gesagt haben, Swamiji, das kann ich nicht. Dann hat er unterschiedliches darauf geantwortet. Manchmal hat er gesagt, hör auf zu blöken wie ein Schaf. Brülle Om wie ein Löwe von Vedanta. Es gibt auch so ein schönes, ich glaube, wir haben es auch als CD von Swami Shivananda, wo er sagt, don't bleat like a lamb, roar Om 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 like a lion of Vedanta. So, ich bin jetzt keiner, der Swami Shivanandas Stimme gut nachmachen kann, aber so im Hinterkopf ist das öfters. Es gibt verschiedene Dinge, die ich dann so habe und dann höre ich dann plötzlich diese Stimme von Swami Shivananda. Hör auf zu blöken wie ein Schaf. Brülle. Om, om, om. Wie ein Löwe von Vedanta. Und nicht der Löwe von Vedanta sagt, Aham Brahmasmi. Ich bin dieses unendliche, ewige Bewusstsein. Wir singen das Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtanheft. Und wir wollen es singen für Mata, die heute 22 Jahre alt wird. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivatanam uravarukam eva bandhanam vrityor mukshiyamam vritat Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivatanam uravarukam eva bandhanam vrityor mukshiyamam vritat Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivatanam uravarukam eva bandhanam vrityor mukshiyamam vritat Om Sarvesham swasti bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham puranam bhavatu Sarve Sham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sakinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschit Ukabhag Bhavet Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityom Amritam Kamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden
anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, groß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bole Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bole Shivishnivananda Maharaj Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati, zur Lichtzeremonie. Und wir wollen heute Abend das Arati mal im Dunkeln machen, wodurch dieses Arati-Licht selbst nochmal ganz besonders wirkt. Und wer den Text noch nicht kennt vom Arati, kann mindestens den Refrain wiederholen. Jai Jai Arati, Licht sei überall. Thank you.
Es gibt ein neues Buch im Yoga Vidya Verlag von Swami Sivananda, Vedanta für Anfänger, wo ihr eine Menge lernen könnt darüber, wer wir sind und wer wir nicht sind und wie wir zur Verwirklichung dessen kommen können, was wir wirklich sind. Gut, ich möchte auch erwähnen, Nalini gibt hier im Laufe der nächsten Wochen noch einige Seminare. Sie gibt auch Workshops in verschiedenen Yoga-Vidya-Stadtzentren und sie kann einem viele auch praktische Tipps geben, gerade auch Prana-Heilung lehrt sie, wie auch Yoga-Nidra, also ausgefeiltere meditative Tiefenentspannungstechniken, wie auch Tantra-Meditationen, die besonders tief gehen können, und Pavanamuktasanas, das sind einfachere Versionen von Yoga-Übungen. Und Harilal leitet hier jedes Jahr die vierwöchige Yoga-Therapie-Ausbildung und er leitet sie auch in anderen Stadtzentren, zum Beispiel in Speyer. Und er leitet auch andere Seminare, auch zu anderen Themen des Yoga. Jetzt wünsche ich euch allen eine angenehme Nachtruhe.